Ja, hallo liebe Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. Der Kaffee steht bereit, trinkt man nachher zusammen. Ich gehe nachher mit euch mal auf einen Buchtrip. Ich stelle euch mal eine kurze Passage von meinem Buch Mental Survival vor. Könnte vielleicht für dich interessant werden. Ich habe gestern aus einem Artikel berichtet von tagesschau.de und es ging eben darum, dass Männer bis zu 70 Jahren, also Ausländer, die hier in Schweden leben, eingezogen werden können. Man sprach von 16-Jährigen bis 70-Jährigen. Jetzt habe ich persönlich diesen Artikel nicht verifiziert, das heißt, ich bin der Quelle nicht auf den Grund gegangen, habe mich aber gestern mit schwedischen Freunden getroffen und die sagten, ja Thomas, das war schon richtig so, aber das war ein Projekt. Dieses Projekt wurde verworfen. Also, wir brauchen uns als Ausländer in Schweden keine Sorgen machen. Wenn man uns heranziehen will zum Wehrdienst, da muss schon sehr viel passieren. Schaut euch den Clip nochmal an. Und dann wisst ihr, von was ich rede. Gut, ich denke, das wäre geklärt. Jetzt kommen wir mal zu dem hier. Mental Survival. Ich halte es nochmal in die Linse. Wie ihr besser wisst als ich, ich liebe diesen Satz, wie ihr besser wisst als ich, bin ich auch Autor. Ich habe sehr viele Bücher geschrieben und bin gerade jetzt wieder im Schreibprozess. Ich schreibe gerade wieder an einem Buch Auswandern nach Schweden, besser gesagt nach Nordschweden. Das ist ein gehöriger Unterschied zu dem, was wir in Südschweden vorfinden. Und genau zu dem Thema Auswandern nach Schweden lese ich euch nachher mal einen kleinen Absatz vor aus Mental Survival. Ich zeige es euch nochmal, der sehr, sehr wichtig sein kann für einige von euch. Es wird auf der einen Seite ein Ratgeber sein, Tipps und Tricks, wie Auswandern nach Schweden am besten geht. Auf der anderen Seite auch ein Erlebnisbericht, denn ich erzähle von vielen meinen Erlebnissen oder von vielen unseren Erlebnissen in Schweden. Wir wohnen ja bereits seit September 2021 hier im südlichen Bereich Nordschwedens. Und ja, ist schon funny, da haben wir schon sehr viel erlebt. Und das möchte ich mit euch teilen. Ich denke, dass besonders die ersten 5 Seiten für euch sehr aussagekräftig und interessant sein könnten. Und warum denke ich, dass besonders die ersten 5 Seiten für euch interessant sein könnten? Ist einfach zu erklären. Ich schreibe auf diesen ersten 5 Seiten, da sind vielleicht ein paar mehr, von den Gründen, warum wir Deutschland verlassen haben. Warum sind wir weg? Was steckt da dahinter, ja? Und ich denke auch weiter, dass viele von euch sich genau mit diesen Gründen identifizieren können. Die erkennen sich da wieder. Da ist der Erkennungswert, ich würde sagen, phänomenal. Warum? Weil es uns genauso geht wie euch. Oder euch geht es eigentlich genauso wie uns. Andere Menschen wiederum werden sich mit diesen ersten 5 bis 10 Seiten nicht identifizieren wollen. Partout nicht. Und warum nicht? Weil ich diesen Menschen ganz einfach einen Spiegel vors Gesicht halte. Das heißt, anders ausgedrückt, ich zeige diesen Menschen eine große weiße Wand. Da steht die Wahrheit darauf und mit dieser Wahrheit können sie nicht leben. Das sind dann Menschen, die zu allen Themen, zu allem, was in unserem Leben passiert, ja, oder was außerhalb von unserem Lebensbereich passiert, die da einfach schweigen. Und ich sage immer, wer schweigt, der duldet. Und wer duldet, ist auf irgendeine Art und Weise mitschuldig an dem, was passiert. Aber jetzt mal ganz schnell zurück zum Mental Survival. Ich habe nämlich am Ende dieses Buches beschrieben, wie Menschen sich vielleicht selbst mal so einen kleinen Kick in die Ass geben können. Sie sind mit dem, wovon sie täglich Zeuge sind, gar nicht einverstanden. Sie mögen das System nicht mehr. Sie sind nicht mehr d'accord mit dem, was bei uns geschieht. Gut, ich lese euch die Stelle jetzt mal vor. Vorher aber no coffee, no worky, wurde auch Zeit, ja? Exzellent, wie üblich dieser Kaffee. Wir schlagen mal auf Mental Survival. Ja. Zahlreich sind die, die mir aus meiner alten Heimat Mails schreiben wie: Ich zweifle. Meine, in Klammer unsere, finanzielle Situation erlaubt es uns nicht, ähnliche Wege einzuschlagen wie du. Wir würden gerne, trauen uns aber nicht. So richtig glücklich sind wir hier auch nicht. Veränderungen, ja. Aber, jetzt kommen die Abers. Aber wir haben Angst vor dem Unbekannten. Das sagten sie zwar nicht und sie schrieben es auch nicht rein in die Mails, ich konnte es aber, ja, zwischen den Zeilen lesen. Sie haben Angst vor dem Unbekannten und hier ist das eigentliche Problem. Ja, ich lese mal weiter. Dann gibt es jene, die den ganzen Tag klagen, wie schlecht es ihnen doch geht. Kenne ich kenne solche Menschen. In der Beziehung, auf der Arbeit, in der Gesellschaft. Gesundheitlich und moralisch. Vielleicht bist du auch einer davon. Natürlich interessiert dich brennend, wie ich zu deiner Situation, zu deiner Misere stehe und was ich dir antworte, beziehungsweise zu was ich dir persönlich raten würde. Na, seid ihr gespannt? 3 Wörter, Kamerad, nur 3 Wörter. Triff eine Entscheidung. Ja.
Triff eine Entscheidung. Was im Augenblick abgeht auf der Welt, überall auf der Welt, aber vor allem bei uns auch in Europa, in Deutschland, das ist mit Worten nicht einfach zu erklären. Ich sage den Leuten immer, es ist nicht wichtig, wer du bist, weil viele Menschen sagen, ich möchte erkennen, wer ich bin. Dann habe ich vielleicht das Übel am Schopf gepackt. Und ich sage dann immer, nein, es ist nicht wichtig zu wissen oder zu erkennen, wer du bist, weil an dem Zustand kannst du nichts ändern. Vielmehr ist es wichtig, zu erkennen oder zu wissen, wer du sein möchtest. Was möchtest du sein? Wer möchtest du sein? Ja, ich spreche jetzt von der Zukunft. Was kann ich ändern, um das zu tun, was ich eigentlich in meinem Leben tun möchte? Wer möchte ich sein? Wo will ich hin? Wo ist mein Ziel? Oder wo ist der Weg, der mich zu dem Ziel hinführt? Denn wer du bist, da hast du null Einfluss drauf. Das kannst du nicht mehr ändern. Das wurde dir teilweise schon in die Wiege gelegt. Wenn du erkennst, wer du bist, das bringt dich nicht weiter. Du kannst daran nichts ändern. Das ist ein Fazit. Das ist eine Tatsache. Ja? Du bist, wie du bist. Und niemand kann dich ändern. Nicht mal du. Arbeite vielmehr an deinen Träumen oder arbeitet vielmehr an euren Träumen und stellt euch die Frage, wer wollen wir denn sein? Welche Art Leben wollen wir denn führen? Wenn du erkannt hast, wer du sein möchtest oder was du darstellen möchtest in deinem Leben, dann auf geht's. Los, Sprint, Dauerlauf, Marathon. Nicht aufhören, nicht umdrehen. Nicht mehr zurückschauen. Das ist ganz wichtig. Kamerad, schließ die Augen und frag dich, wer möchte ich sein? Wo möchte ich hin? Das Leben ist kurz. Wir werden 60 Jahre alt, 70 Jahre alt, 80 Jahre alt, wenn wir Glück haben und gesund bleiben, ein bisschen älter. Aber dann aus die Maus, Ende Gelände. Aus die Maus, Ende Gelände. Rien ne va plus, fini la comédie. Bevor es aber soweit kommt oder bevor es soweit ist, dann möchte ich, dass du auf ein Leben zurückschaust und sagst, ja, genau, ich habe genau das Leben gelebt, das ich immer wollte. Ich war der, der ich immer sein wollte. Ich habe mein Ziel erreicht, ja? Und jetzt sage ich dir auch ganz genau, wie du dein Ziel sicherlich nicht erreichst. Du erreichst deine Ziele nicht, wenn du dem, was aktuell passiert, überall auf der Welt, allzu große Aufmerksamkeit schenkst. Nehmen wir zum Beispiel mal diese Streiks, die wir hatten. Ja, Bauerndemos und Großstreiks und so weiter. Ich erspare mir den Rest. Was haben unsere Politiker gemacht? Sie haben diesem Thema null Aufmerksamkeit geschenkt. Null. Was passiert gerade in Palästina? Was wird da gerade gemacht? Schrecklich, es ist schrecklich. Was machen unsere Politiker? Sie schenken diesem Thema in den Medien null Aufmerksamkeit. Was haben wir in Deutschland für Probleme allgemein? Ich habe schon mal angesprochen, ja? Kinderarmut, Altersarmut, wirtschaftlich den Bach runter. Und was machen unsere Verantwortlichen? Sie schenken diesen Miseren null Aufmerksamkeit. Sie verlagern ihre Aufmerksamkeit nach außen. Und du kannst nur du selber sein, du kannst nur dann dein Ziel erreichen, wenn du es eigentlich genauso machst wie diese Verantwortlichen, wie diese Politiker. Schenke dem, was uns täglich vorgesetzt wird, null Aufmerksamkeit. Das gibt Macht. Nicht hinschauen, nicht kommentieren, ja, und nicht versuchen, die Welt zu revolutionieren, sondern einfach sagen, okay, bitteschön, aber ohne mich. Ich bin da mal weg, ja. Einmal körperlich vielleicht, indem man also wirklich die Koffer packt, aber andererseits auf jeden Fall mental. Ihr wollt uns da irgendwas erzählen, was abgeht auf der Welt. Wir wissen aber, dass vieles von dem, was ihr uns erzählt, nicht der Wahrheit entspricht. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Ich bin da mal weg. Zumindest mental. Es geschehen im Augenblick Dinge auf dieser Welt, auch ganz nahe bei uns dran, die wahnsinnig ungerecht sind, die mir Tränen in die Augen treiben, wo ich sage, ich habe eine Mordswut im Bauch. Aber wir dürfen denen Menschen, die Unrecht tun, überall auf der Welt, keine Aufmerksamkeit schenken. Aber ich werde nicht den Fehler machen, genau diesen Leuten, die jetzt dieses Unrecht begehen, überall auf der Welt, zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Denn genau das wollen sie. Ich agiere also ganz nach dem Motto, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja? Stell dir vor, irgendeiner schwingt große Reden und keiner ist da, der ihm zuhört. Sie halten Reden und keiner ist da, der ihnen Gehör schenkt. Wunderbar. Und dann gibt's noch andere Menschen, die nenne ich Brüder, die zu mir sagen, Thomas, ist gut, aber ich kann nicht mehr weg. Ich kann mein Leben nicht mehr verändern. Meine Frau ist krank oder meine Eltern sind krank. Ich muss mich um sie kümmern. Ja? Oder sie haben halt irgendeine verzwickte Situation im Privatbereich, wo ein Weggehen, Wegschauen oder sich ändern unmöglich macht. Und genau für die, genau für euch Brüder, lese ich mal einen kurzen Satz aus Mental Survival vor. Ihr werdet verstehen, ja?
Lass dir sagen, Bruder, es gibt für alles einen Ausweg. Es gibt für alles einen Ausweg. Ganz wichtiger Satz. Du hast es im Leben nicht bis hierher geschafft, um jetzt kampflos das Handtuch zu schmeißen. Nein. Deshalb beuge nicht den Kopf. Niemals. Nicht vor mir, nicht vor deinen Feinden, nicht vor den dunklen Gedanken, die dich nachts nicht schlafen lassen. Ja? Bleib stark, marschier mit deinem Kopf. Es gibt für alles eine Lösung. Und dann habe ich noch einen kleinen Schlusssatz für dich parat. Es ist ein schrecklicher Irrtum, wenn du glaubst, dass du irgendwelchen Menschen, die du kennst, etwas beweisen musst. Du musst niemandem etwas beweisen. Na, vielleicht doch. Zwei Menschen musst du etwas beweisen. Da ist einmal der kleine Junge in dir. Du erinnerst dich? Der kleine Junge, der du mit 7 Jahren warst. Der Junge, der noch Träume hatte. Der Junge, der noch Illusionen hatte. Der Junge, der noch in die Zukunft blickte und sagte, das will ich werden. Und dem musst du etwas beweisen. Nicht den anderen, nicht deinen Boss, nicht deiner Frau, nicht dein Papa, nicht deinen Eltern allgemein. Du musst niemandem etwas beweisen. Nur diesen kleinen Jungen. Und dann wäre da noch diese andere Person, der du etwas beweisen könntest. Und das bist du selbst. Der, der du jetzt bist, als etwas älterer Mensch. Der Mensch nämlich oder der Mann, der jetzt doch anfängt zu träumen. Jetzt im Alter. Wenn du nämlich aufgehört hast zu träumen, dann hast du aufgehört zu leben. So ist es, Bruder. Dann vielleicht doch noch eine letzte Sache. Viele Männer haben Angst vor dem Tod. Viele Menschen haben Angst davor zu sterben. Wisst ihr, was ich denen sage? Der Tod ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm zu sterben. Viel schlimmer ist es, gar nicht gelebt zu haben. That's the point. Und das ist mein Tipp für euch, alle da draußen, für euch Brüder. Fangt an zu leben, jetzt. Fangt an zu träumen, heute. Wenn nicht heute, wann dann? Ja? Also, auf geht's. Rafft euch auf, marschiert mit dem Kopf. Alles ist gut, alles wird gut. Und wenn es nicht gut wird, dann machen wir es gut. Dann mach es gut. Du hast die Energie, du hast die Lust, du hast einen Traum. Da geht lang. Marschiere mit dem Kopf, Bruder, und beginne jetzt. Jetzt, jetzt, heute. Ja? So, Kameraden, das war's für heute. Ich wünsche euch ein geiles Leben. Ich wünsche euch allen Gesundheit. Ich wünsche euch all das, was ihr euch auch wünscht. Meine Message ist, Krieg ist scheiße. Amitié Legionär, euer Thomas Gast. Ich bin da mal weg. Danke fürs Zuhören. Bye bye. Dankeschön.